Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben hier, ganz ohne Schnellvorlauf. Teleport zum Pass im Minental. Genau da will ich hin. Ich weiß nicht, ob ihr die Trainingsfolgen alle geguckt habt. Ich habe hier 53 Lernpunkte. Ich habe insgesamt 6 Stunden lang trainiert. Zuerst in der Erweiterung, dann im Minental. Und ich habe einige Levels dazugekriegt. Ich habe nicht gezählt, es müssten 4 oder 5 gewesen sein. Allerdings hatte ich hier bei den Orks durchaus massive Probleme. Aber meine Erfahrung reicht halt immer noch nicht wirklich aus, um Monsterschrumpfen zu lernen einerseits. Und zweitens, Monsterschrumpfen hilft mir auch nichts gegen die Horden von Orks, denn selbst wenn ich 300 Mana hätte, um das einmal zu zaubern, naja, dann könnte ich einen Ork schrumpfen. Und statt einen Ork zu schrumpfen, kann ich auch einfach einen Ork einfrieren. Habe ich genauso viel von, aber kostet wesentlich weniger Mana. Aber damit habe ich ja jetzt schon Probleme. Das heißt, einfrieren ist nicht die Lösung, genauso wenig wie Monster schrumpfen. Außerdem habe ich gelesen, Monster schrumpfen wirkt gar nicht gegen den Endgegner. Ach, erzähl mir nicht sowas. Von daher ist das vielleicht auch keine so kluge Idee. Nein, stattdessen habe ich mir jetzt was anderes überlegt, auch nicht Dämon beschwören. Denn da hatte ich immer noch die offene Frage, wie ich einen Dämon besiege, damit ich einen Dämon beschwören kann, ohne einen Dämon zu beschwören. Gut, mit Biff könnte es gehen, aber ich glaube, überall wo Dämonen sind, sind mindestens 2 davon. Und das ist nicht so gut. Aber, wie gesagt, ich habe eine Lösung gefunden. Aber... Lehre mich die fremde Sprache. Das hier zuerst. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Ha, das ging ja schnell. So, das wollte ich lernen, denn ich habe ja noch einige Steintafeln, unter anderem die hier. Und das ist so mein Haupteffekt gerade, den ich erzielen wollte. Ich habe hier gerade 12 Mana gekriegt mit 15 Lernpunkten. So billig komme ich nie wieder an Mana. Und außerdem kriege ich hier auch nochmal ein bisschen Lebensenergie. So 60 Punkte, so als nette Dreingabe. Dann, was haben wir da? Armbrustschütze, ja, brauche ich nicht unbedingt, aber nehme ich mit. Geschick plus 6 ist natürlich super. Ah, jetzt habe ich 49 geschickt. Ich brauche noch einen Punkt, dann kann ich den magischen Bogen verwenden. Das hier bringt mir nichts, aber wie gesagt, ich habe es, also benutze ich es. Das hier bringt mir tatsächlich sogar ein bisschen was im Nahkampf. Mache ich mir Schaden. Und das hier bringt mir auch was im Nahkampf. So, dann habe ich ja noch eine alte Steintafel. Die kann ich Vatras bringen. Aber das mache ich bei der Abfahrt, weil ich da dann ja ohnehin hin muss. So. Ich will euch länger auf die Folter spannen. Ich habe 38 Lernpunkte. Das reicht für einen Zauber. Ups. So. Und zwar, der Zauber, den ich lernen möchte, löst mehrere Probleme auf einmal. Er macht ordentlich Schaden, auch gegen große Gegner und vor allem auch gegen große Gegnermengen. Und ich habe ihn sogar schon einmal eingesetzt beim Steindrachen in Form einer Spruchrolle. Unterweise mich. Und zwar handelt es sich dabei um den Feuerregen. Die Alternative wäre die Todeswelle. Die macht ähnlich wie der Feuerregen in einem gewissen Umkreis um mich. Also ich erkläre kurz, wie es funktioniert. Feuerregen und Todeswelle machen in einem Umkreis um mich herum, ich glaube, 500 Schaden. Mehrfach. Wobei die Todeswelle öfter trifft als der Feuerregen und dementsprechend mehr Schaden macht. Beide kosten 150 Mana. Also die Todeswelle ist so gesehen stärker. Aber die Todeswelle braucht irgendwie 5 Sekunden, bis sie kommt. Das heißt, wenn ich da mitten in den Gegnern stehe, ist das nicht so gut. Die Alternative ist deswegen der Feuerregen. Andererseits ist der Feuerregen halt... die Todeswelle ist stärker. Die Sache ist halt, ich kann halt nicht Biff mitnehmen oder irgendjemand anderen. Aber ich kann ein Skelett beschwören, dass die Gegner auf sich zieht und dann geht das Skelett halt mit kaputt. Aber die Todeswelle ist stärker. Wisst ihr was? Ich habe mich gerade umentschieden. Ich nehme die Todeswelle. Ja, ich nehme die Todeswelle. So. Weil ich es kann. Ist mir egal. Das wird schon passen. Der Feuerregen hat nämlich einen kleinen Nachteil, den, naja, es liegt nicht an der Spruchrolle selber, sondern eher daran, wie die Welt geschnitten ist. Und zwar, was der Feuerregen macht, ist in einem Zylinder um mich herum, von komplett oben bis komplett unten durch die ganze Welt, Feuerregen zu machen.
Zu wenige Rohstoffe. Was brauche ich denn? Ich brauche auf jeden Fall die Spruchrolle. Ich glaube, die habe ich nicht. Licht, Feuerball, Eisblock, Eisball und vernichten. Nein, ich habe nicht die Todeswelle. Was braucht die denn noch? Ist das hier nicht der Sechser? Todeswelle. Knochen eines Skeletts, schwarze Perle. Also Knochen eines Skeletts habe ich auf jeden Fall genug. Aquamarin, keine schwarze Perle. Haus eines Reptils, schwarze Perle habe ich. Zwei sogar. Das heißt, mir fehlt nur die Schriftrolle. Und ich glaube, ich habe es schon mal in der Trainingsfolge erwähnt, aber davor. Oder habe ich es gar nicht erwähnt. Sobald ich einen Zauber lerne für eine Rune, hat Gorax automatisch zumindest... Ich brauche ein paar Dinge. ...die Spruchrolle für diesen Zauber. Ich weiß nicht, ob er alles hat, was ich brauche, um die Rune herzustellen, aber er hat auf jeden Fall die Spruchrolle. So, wo ist es denn? Schlaf, großer Feuersturm, Todeswelle. Genau die. So, die Perle habe ich schon. Wenn ich gerade dabei bin, habe ich mir was überlegt. Ich brauche nämlich Geld. Ich brauche Geld, um genau zu sein, um mir Mana-Tränke zu kaufen. So. Ich brauche nicht Mana-Wolle der Kraft. Das habe ich im Sumpf gefunden beim Trainieren. Ich habe einen Ring der Lebenskraft, Lebensenergie plus 20. Hier habe ich einen Lebensenergie plus 30 und Mana plus 10. Der ist besser. Verkaufe ich den schlechteren. Und dann habe ich einmal Schutz vor Waffen 3 und einmal Schutz vor allem. Unter anderem Schutz vor Waffen 3. Da verkaufe ich auch den schlechteren. So, Angst behalte ich, kleiner Feuersturm, Eispfeil, Wunden heilen. Ich habe mittlere Wunden heilen. Ich brauche Goblin-Skelette nicht. Ich habe richtige Skelette. Die Teleporter behalte ich mal. Genau, den Kugelblitz. Großer Feuerball behalte ich auch. Vergessen, keine Ahnung, zwei behalten. Habe ich als Rune. Das ist gut. Den behalte ich. Den habe ich als Rune. Ich habe mittlere Wunden heilen. Komm, das reicht. Das könnte doch praktisch werden. Habe ich nicht Eispfeil hier als Rune? Genau, ich habe Eispfeil als Rune. Da brauche ich die Schriftrolle nicht. Eisblock habe ich als Rune. Ich habe den kleinen Feuersturm. Und ich habe hier den großen Feuerball. Ich glaube nicht, dass der kleine Feuerball nennenswert Schaden macht. Ich habe heiliges Licht. Ich habe mittlere Wundenhain als Rune. Den habe ich als Rune. Die brauche ich für die Rune. Das habe ich als Rune. Den brauche ich nicht. Den behalte ich mal. Schlaf könnte nützlich werden. Dämon beschwören auch. Goblin Skelett nicht. Ich kann Skelette erschaffen. Ich brauche keinen Wolf, aber einen Golem. Vielleicht. Kugelblitz habe ich auch als Rune. Verwandlung Feuerwaran könnte nützlich werden. Feuerwaran sind gar nicht so schwach, aber Feldräuber sind schwach. Und Riesenratten sind auch schwach, aber sie sind klein. Vielleicht komme ich ja irgendwo durch. Ich brauche keine Lurker. Ich brauche kein Scavenger sein. Schattenläufer ist mächtig. Snapper nicht. Varan auch nicht. Windhose, ich habe Eisblock. Windfaust, also Blitz brauche ich auf jeden Fall nicht. Windfaust, weiß ich gar nicht, was die macht. Behalte ich mal lieber. Sicher ist sicher. So, ich möchte aber jetzt nicht hier mein Mana kaufen, sondern in der Erweiterung kurz. Wenn ich nämlich Fortuno schnell das Sumpfkraut bringe, kann ich kurz nochmal zu Fisk gehen. Und der hat nämlich noch Mana-Tränke für mich. Das Schöne ist natürlich, dass ich dann endgültig nicht mehr in die Erweiterung muss, um Mana zu holen, weil ich hier einfach noch Mana habe, um es hier zu kaufen. So, Todeswelle. Rune hergestellt. Sehr schön. So, da muss ich kurz meine Runen sortieren. Ich hätte gerne auf der 4 mein Hauptzauber, den Blitz, auf der 5 den Eisblock und auf der 6 statt dem Feuerpfeil mache ich mir die Todeswelle. So, auf der 7 ist Skelett. Na, vielleicht andersrum. Erst ein Skelett machen, dann die Todeswelle. Das Licht wähle ich aus, wenn ich es brauche. Und dann mal überlegen, muss ich hier... Nee, ich muss hier nicht mehr hin. Ich muss zur Taverne. Ich will zur Taverne, um genau zu sein. Uah, was macht der denn hier? Deckung und hoffe, dass ich nah genug dran bin für den Suchenden und weit genug weg, um alle anderen zu verschonen. Ihr seht schon, das dauert eine ganze Weile, bis die Todeswelle kommt.
leider habt ihr nicht so viel gesehen. Aber eins ist klar. Der Suchende ist mit einem Mal tot. Und ich war weit genug weg, um hier Ruka zu verschonen. Sehr schön. So, jetzt habe ich allerdings natürlich kein Mana mehr. Aber da ich gerade eben meinen Mana gesteigert hatte und es sowieso nicht voll war, würde es sich ohnehin anbieten, jetzt um 10.48 Uhr nochmal ins Bett zu gehen, bis mittags zu schlafen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Und dann werde ich... Tag, genau. Und danach gehe ich kurz in die Erweiterung und hole mir von Fortuno Mana-Tränke und... Das war noch schon vorher klar. Von... Blödsinn, von Fortuno Erfahrung und von Fisk Mana-Tränke, so rum. Und dann... Mal überlegen, was brauche ich denn als nächstes? Da könnte ich eigentlich nochmal ins Minental gehen und mal die ganzen Orks umlegen. Weil ich es kann. Aber eigentlich bräuchte ich jetzt so langsam mal einen Kapitän. Die Frage ist, wen nehme ich? Greg geht ja nicht, habe ich schon ausprobiert. Genau, Jack wollte ich aus dem alten Leuchtturm, aber der braucht eine Ablöse. Da muss ich gleich nochmal ins Tagebuch schauen, wie das genau war. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Aber ich möchte ehrlich gesagt ungern in Richtung Endgegner aufbrechen. Wie heißt das? Irkenda? Nee, wie heißt das? Was? Irkenda? Heißt das Irkenda? Jack? Ich brauche ein Schiff. Die Suchenden, das Experiment. Hä? Wie hieß das? Ich hab's vergessen. Ich muss es wissen. Ich muss das wissen. Irdorat. Irdorat war es. Nicht Irkenda. Jakenda ist die Erweiterung. Und Irdorat ist da, wo es nachher hingeht. Und genau, wie gesagt, wenn ich einmal dort bin, komme ich halt nicht mehr zurück. Also ich will ich vorher möglichst alles erledigen. Ach ja, und wenn ich gleich in der Erweiterung bin, wenn ich schon mal dabei bin, dann versuche ich doch gleich meine ganzen großen lieben Trolle umzulegen. Schauen wir doch mal, ob das mit der Todeswelle funktioniert. Ich hoffe ja, dass es funktioniert, um ehrlich zu sein. Denn sonst wäre der Zauber vielleicht ein bisschen zu schwach. Wer weiß. Schauen wir mal. So, aber jetzt zuallererst das Wichtigste. Und das ist das Banditenlager. Ich bin genau falsch rumgelaufen. und auch hier bin ich falsch rumgelaufen. Was soll's. Taurus, alter Haudegen. So, Fortuno ist da unten. Da gehe ich mal zuerst hin. Ich glaube, ich kriege mich noch ein bisschen Gold von ihm. Das brauche ich. Weiß nicht, ob ich es brauche zum Mana-Tränke kaufen, aber. Hey, sicher ist sicher. Hey! Ich habe Sumpfkraut für dich. Fünfmal, immerhin. Ja, 50 Gold. Könnte noch nützlich werden. Oh, gut, okay, ich habe 1791 Gold. Wird nicht wirklich knapp. Aber. Wer weiß. Vielleicht fehlen mir am Ende irgendwie 50 Gold, wenn ich es nicht tue. Nun gut, Fisk, das letzte Mal. Du schon wieder. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Och, ja, warum nicht? Zeig mir deine Ware. Ich bin stärker geworden, du wahrscheinlich nicht. So, was hast du denn Feines? Ja, gut, das brauche ich nicht. Ich kann eben die ganzen Waffen nochmal... Ich schau erstmal, was brauche ich denn? So, Mana-Essenz kriege ich 2 Mana pro Gold. Hier kriege ich knapp 2 Mana pro Gold. Hier kriege ich knapp 1,5 Mana pro Gold. Und da ich knapp über 200 habe, kriege ich hier nur knapp über 1 Mana pro Gold. Also am effizientesten sind diese kleinen Tränke hier. Und je größer der Trank, desto weniger effizient. Allerdings hätte ich gerne für den Fall der Fälle vielleicht 2-mal reines Mana, wenn es wirklich schnell gehen muss. Und wie gesagt, die Hunderter, die sind so ineffizient. Will ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Die sind so teuer. Die Frage ist, kriege ich irgendwo noch wesentlich viele kleinere her? Weiß ich nicht. Heiltränke habe ich auf jeden Fall einige. Aber gerade die kleinen... Nehme ich vielleicht noch ein paar von den kleinen, nehme ich vielleicht noch ein bisschen mehr mit. Ich könnte natürlich mir jetzt... Ach nee, habe ich meine Orkwaffen für verkauft? Die habe ich... Wann habe ich die denn verkauft? Ah, in der Burg. Stimmt, in der letzten Trainingsfolge. Ha! Na gut, Armbrust brauche ich nicht. Und hui, 11 Bögen. Den Eschenbogen werde ich wahrscheinlich nie benutzen können. Ich behalte ihn trotzdem mal. Ach, guck mal hier. Schwere Äste kannst du haben. Ich brauche keine 11 Bögen. Ich brauche
einen Bogen. Und das Problem ist halt, der Feuerbogen hat nur noch 6 Pfeile. Kannst du auch haben. Dann lege ich den mal eben schnell ab. Warum brennt er eigentlich nicht mehr? Das müsste doch so aussehen. Und schnapp mir stattdessen den normalen Bogen. Zeig mir. Und dann kann ich den Feuerbogen verkaufen. Senkrads Armbrust behalte ich mal lieber. Magische Pfeile, wie gesagt, für den magischen Bogen. Ich brauche noch einen Geschicklichkeitspunkt, genau. Dann kann ich den tragen. Und dann habe ich genug Geld, um mir zumindest die 100er Tränke nochmal zu holen. Die sind mir zu teuer. Die sind mir endgültig zu teuer. Wie sieht es denn bei den Pflanzen eigentlich aus? Bei den Mana-Pflanzen. Ganz schlecht. Nur ein Punkt Mana für 2 Gold. Okay, das ist ein ganz schlechter Deal. Das werde ich also nicht tun. Ich finde ja schon das reine Mana so schlecht. Also gut, ich habe 218 Mana. Das war der zweite Grund, warum ich in die Erweiterung wollte, weil ich hier vielleicht noch meinen Mana steigen kann. Gut, ich hätte es auch bei Pyroka tun können. Zugegeben, das hätte wahrscheinlich auch funktioniert. Warte mal. Moment. Ich kann doch nochmal in den Sumpf und die Golems umhauen, oder? Hey. Aber jetzt erstmal meinen Mana steigern, bitte. Dreck gebrauchen brauche ich nicht. Saturas. Warte mal. Bleib mal stehen. Ja, nee, das hatte ich schon so oft. Adanos. Ja. Für Innos. Nee, für Adanos in dem Fall. Für Adanos. Hey. Wer von euch kann meinen Mana steigern? Du warst das. Ich will meine magische Kraft steigern. Und zwar habe ich 18 Lernpunkte. Ich kann dir nichts mehr. Ich bin schon zu gut. Eine Bitte über. Ich kann dir nicht. Das ist schade. Dann muss ich vielleicht doch zu Pyroka, oder? Muss ich vielleicht hier meine Dinge ablegen. Maximum 120, aber ich habe trotzdem 178 mit dem allen. Also, nee, das wird nichts. Hier kriege ich keinen Mana mehr. Schade. Nun denn. Massensterben. Golems, wo seid ihr? Beziehungsweise, bevor ich hingehe. Ha, da habe ich getestet. Haha. Das überspeichere ich mal eben schnell. Block. Massensterben. So. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich mit Massensterben den Effekt habe, dass ich weit nach draußen zielen kann, um zu sehen, was da in der Ferne lauert. Aber ich habe so eine Idee. Wenn ich da mitten reingehe. So wirklich mitten rein. Oh, da kommt schon der Erste. Und da ist der Andere. Jetzt Zauber. Nein, nicht gut. Nicht gut. Okay, das funktioniert so nicht. Na gut, dann mache ich es anders. Dann hole ich mir alle. Jetzt hier mich hinter verstecken. Ja, kann ich. Und die Todeswelle geht durch. Ja, okay, so viel dazu. Ich habe nur einen erwischt. Mist. Ah, und da ist noch einer. Und da ist noch einer. Yay! Okay. Ich weiß nicht, ob ich die ausnehmen kann. Spätestens jetzt wird er wahrscheinlich eh verschwunden sein. Hey, da ist noch ein Doppelpilz. Den hole ich mir gleich. Sehr schön. 250 Erfahrungen nur so ein. So ein Golem. 250. Dann sind die gar nicht mal so stark, wie ich immer dachte. Ha. Aber, naja, also sie können schon gut austeilen, gut einstecken. Ich verstehe nicht, warum. Haben die einfach so viel Schutz oder warum? Ich weiß es nicht. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 13:55. Ich schlafe bis zum nächsten Morgen. Und nein, keine Sorge, liebe Magier. Ich werde hier keinen Massensterben zaubern. Hier mitten unter euch. Nur wie gesagt, das Massensterben geht eigentlich. Geht es mit mir mit, sobald ich es einmal gezaubert habe. Also sollte ich eigentlich. Unkraut, was soll ich mit Unkraut? Ich will nicht das Unkraut. Ich will den Pilz, der hier irgendwo war. Da. Dunkelpilz. Und den esse ich auch gleich. Schade, das war nicht. Da hat mir nicht gefehlt. Oder andersrum, es fehlt mir mehr als einer. Und hier ist das 500. Safe Game. Yay! Was haben wir da? Ach, ein Zombie. Ja, dann.
Ich habe eine Idee. Pass mal auf, Sumpfgolem. Komm mal her. Und dann einer. Sehr schön. Meine Idee ist, ich kletter auf die Wand hoch. Genau. Und dann bin ich hier relativ unbehelligt. Und leider hält das Massensterben nur kurz an. Nichts zu holen. Naja, okay. Nichts zu plündern. Habe ich auch nichts verpasst bei einem Sumpfgolem. Aber ihr seht schon, das Massensterben ist relativ mächtig, hat aber halt natürlich den Nachteil, dass ich hier wirklich erstens sehr viel Mana brauche und zweitens langsam bin. Aber gut, was soll's. Reicht mir das für 150 gerade so nicht? Dann machen wir das so. So, und dann haben wir hier noch einen Sumpfgolem. Band folge mir bitte. Weil da hinten sind ja auch nochmal zwei. Ah, das sind Pflanzen. Die hole ich mir auf dem Rückweg. Na? Willst du nicht hinterher? Na komm. Na komm. Du willst mich doch. Du willst es doch auch. Vielleicht hätte ich vorher speichern sollen. Ich glaube, ich werde hier langsam. Okay, damit habe ich zwei. Die Frage ist, wo stelle ich mich hier hin als Deckung? Nein, das war nicht gut. Oh, das hier. Vier insgesamt. Haha. Hilfe? Ah, okay, das hat nicht funktioniert. Haha, schade. Ja, okay. Vielleicht sollte ich dann einfach zweimal zaubern. Nun gut. Zombie, komm her. Das mit den Zweien hier funktioniert auf jeden Fall relativ gut. Ich kann auch einfach hier in Deckung gehen, oder? Das sollte passen. Außer, ist da ja noch einer. Ja, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Vielleicht kriege ich diesmal ja drei auf einmal, wenn mir jetzt der eine folgt. Also hier ist ein Sumpfgolem, da ist noch ein Sumpfgolem, da sind drei Sumpfgolems, sehr schön. Da ist und hier ist ein Zombie, na gut. Das soll es erstmal als Demonstration gewesen sein. ja. Fürs Erste reicht das. Oh, Snapperkraut, damit kann ich schnell rennen für ein paar Sekunden. Sehr schön. Und das liegt hier noch eine Feuerwurzel, gibt ein bisschen Mana. Ich habe hier echt nicht alles... Boah, wenn ich überlege, wie lange ich hier durchgestreift bin... Selbst im Training nochmal. Und hier liegt immer noch Zeug rum. Meine Güte, Blauflieder, wie praktisch. Wo ist der Zombie? Ah! Da ist der Zombie. Aber gegen Zombie habe ich ja etwas sehr Effektives. Nämlich den Eisblock. Und wenn es nicht rumbackt, meine Waffe. Oh, ich kämpfe anders. Guck mal. Ich habe wohl durch die Steintafel, genau, habe ich meine zwei Hände nichts zu plündern. Auf über 60 gebracht, auf über 60% und damit habe ich eine etwas bessere und schnellere, einen etwas besseren und schnelleren Angriff. Sehr schön. Das heißt, ich mache jetzt auch im Nahkampf tatsächlich ein bisschen mehr Schaden. Also ich glaube, diese 15 Punkte in die Sprache der Bauer, die waren gut investiert. Wobei, wie gesagt, das war es nicht komplett. Ich will auf jeden Fall noch zum Canyon, zu den großen Trollen, genau. Troll heißt das. Boah, wenn mir Wörter immer nicht einfallen. So, ich weiß zwar, Greg wird nicht mein Kapitän, aber ich werde mich dort kurz aufs Ohr hauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal hier bei Gothic 2. Die Nacht des Raben. Auf der Jagd nach Trollen und dann werde ich nochmal kurz ins Minental gehen und Orks vor der Burg endlich beseitigen, weil ich das mit der Todeswelle endlich kann. Und dann kriege ich, glaube ich, zumindest habe ich beim Testen noch ein Level gekriegt, kriege ich nochmal eine Stufe, kann mein Mana noch ein bisschen erhöhen. Und dann sollte so langsam alles besiegt sein, was ich besiegen kann. Ach nein, stimmt, eine Kleinigkeit noch. Haha, im Minental, ja. Aber das
werde ich nicht vergessen. Keine Sorge, das kommt nächstes Mal. Ich will jetzt nicht spoilern. Ich muss auf jeden Fall nochmal in die Eisregion. Aber warum, werdet ihr beim nächsten Mal erfahren. Das ist zu weit weg. Ich leg mich hier aufs Ohr für bis zum Mittag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im Canyon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.